Die Vorbereitungen für Nikolaus laufen auf Hochtouren, sodass der heutige Tag für die Weihnachtsfrau sehr anstrengend wird. Da braucht sie ein ordentliches Frühstück, zum Beispiel mit ihrem Lieblingsmüsli. Sie schüttet sich dazu Haferflocken in eine Glasschüssel. Und legt ein paar Haselnüsse drauf, die sie etwa 2 bis 3 Zentimeter tief in die Haferflocken drückt. Dann schüttelt sie die Schüssel vorsichtig und kreisförmig, etwa 1 bis 2 Minuten lang. Was beobachtet sie dabei? A. Die Haselnüsse sinken an den Boden der Schüssel. B. Die Haselnüsse steigen alle nach oben und liegen auf der Oberfläche der Haferflocken. C. Die Haselnüsse bleiben genau da, wo sie sind. D. Die Haselnüsse bleiben auf ihrer Höhe, wandern aber nach außen an den Rand der Schüssel.